Ja, hallo, mein Name ist Stefan Rüffert und ich bin Geschäftsführer der Firma Rüffert Werbung GmbH. Wir sind Hersteller von Lichtwärmeanlagen, ein Werbetechnikbetrieb und Thema Ausbildung ist für uns natürlich ein ganz wichtiges, weil wir Jahr um Jahr immer gewachsen sind und natürlich ja, neue Fachkräfte suchen, die über den normalen Markt nicht zu bedienen sind, weil Fachkräfte nicht vorhanden sind und der Beruf sehr unbekannt ist. Es gibt wenig Leute, die den ausbilden und deswegen muss ich mir halt meine Mitarbeiter selber ausbilden, um dann auch den nötigen Fachkräftemangel zu überwinden. Ja, für uns eine super Aktion, weil wir hatten vor 2 Jahren, als diese Aktion Volltreffer ins Leben gerufen wurde, hatten wir hier die Kick-Off-Veranstaltung, die Eröffnungsveranstaltung. Und über die ganze Mitteilung in der Presse und übers Internet ist dann ein junger Mann damals auf uns aufmerksam geworden, der ja relativ spät einen Ausbildungsplatz gesucht hat, der das sehr interessant fand, was darüber berichtet wurde über den Beruf, sich dann beworben hatte. Wir haben dementsprechend Probearbeiten veranlasst, der hat super funktioniert und er ist jetzt das 2. Jahr bei uns in der Ausbildung. In diesem Jahr hatten wir dann wieder das Glück. Ich hatte schon eigentlich nicht mehr vermutet, dass ich überhaupt noch jemanden finde, der sich für eine handwerkliche Ausbildung interessiert. Aber auch da haben wir das Glück gehabt, dass sich dann jemand durch Volltreffer bei uns gemeldet hat, den wir dann auch wieder ausprobiert haben, probearbeiten lassen und wo wir auch das Gefühl haben, das wird ein guter Auszubildender. Ja, das Interessante an dem Beruf Schilder- und Lichtreklamehersteller ist natürlich außerdem, dass es sowohl für junge Frauen als auch junge Männer interessant ist, weil der Beruf so vielfältig ist, dass man nicht sagen kann, es ist ein reiner Männerberuf oder ein reiner Frauenberuf. Es sind so vielfältige Aufgaben, dass für jeden irgendetwas dabei ist. Wir bauen Werbeanlagen, das heißt, es geht dann los in der Schlosserei, dass geschweißt werden muss, dass Werbeanlagen zusammengesetzt werden muss, es wird Acryl verarbeitet, wir bauen Buchstaben selbst, haben dementsprechend auch CNC-Fräsen, Buchstabenbiegemaschinen. Bei uns kann man Lackieren erlernen, natürlich auch die normalen Verklebearbeiten bis hin zur Fahrzeugvollverklebung. Das liegt dann immer an dem Azubi selber, weil das Spektrum ist so vielfältig, dass man hinterher einfach im letzten Jahr mal ein bisschen guckt, wo die Neigungen sind. Wenn jetzt jemand sagt, ich beschrifte unglaublich gerne Fahrzeuge, dann wird er natürlich speziell nochmal in die Richtung fit gemacht. Und wenn es eher darum geht, wir montieren und bauen oder ich montiere und baue Werbeanlagen gerne und verkleben ist nicht so mein Ding, dann wird er natürlich in die Richtung nochmal fit gemacht.